Ja, ihr Lieben, und da bin ich wieder, da sind wir wieder, ich nur Eis aus Minnesota, aus Indian Longhouse, ja, aus dem Zentrum Indian Longhouse. Der liebe Red Bull Eagle hat gerade unseren Strauß hier fotografiert für die Seite. Vielleicht, dass du mal mitkommst, lieber Red Bull Eagle. Wir gehen mal hier hin, kommen Sie mal ein Stückchen. Das ist auch ein sehr schöner Strauß, ne, dass man den auch mal sieht. Wir versuchen, dass wir jede Woche hier frische Blumen haben. Das macht die liebe Nakana. Da gehe ich mal nach der lieben Nakana hin. Ne, lieber Nakana? Ja. Das ist Nakana, meine Schülerin. Eine von vielen. Und sie macht hier die Blumen, richtig? Was steht da mal hier? Ja, nur alles. Und das mache ich gerne, das liebe ich. Und du holst uns uns immer diese wunderschönen Blumen. Ne? Du suchst sie aus, welche passen. Genau. Und das ist ja auch immer so, welche Pflanzen wollen mitkommen, welche nicht. Das ist immer der Punkt. Schönes Thema. Mhm. Ne? Welche Pflanze möchte, welche möchte nicht. Ganz genau. Und ja. Das kannst nur du sehen, das können wir nicht sehen. Ja, ich habe ja die Aura. Ne? Das, deswegen ist ich glaube, das manche Menschen können sich nichts daraus machen. Nicht machen, wie soll ich das sagen? Erklären, nehmen wir das Wort erklären. Aura. Vielleicht wissen Sie, die Aura, das ist ja das Licht, der Lichtschein. Aber in der Aura ist ja alles enthalten, richtig? Ja, es ist alles enthalten. Und das Interessante war mal, da hatte ich auch nachgegriffen, nach einem Strauß, da hast du gesagt, na, die soll ich mal schnell wieder weglegen. Da ist eine Schlange drin. Richtig. Und auch mal was anderes. Genau. Wenn die mich beißen oder ich blute, dann wäre ich richtig krank. Also man bringt sich auch mitunter mit dem Blumendunkles mit nach Hause. Ganz genau, das ist richtig. Damit könnten wir eigentlich mal ein Thema machen. Ja, das könnten wir gerne tun. Weil viele Menschen, die erfreuen sich an Blumen, an frische Sträußchen, Geburtstag und so weiter. Und sie wissen gar nicht, was sie sich mit nach Hause nehmen. Kann ich mal fragen. Ja, gerne. Jetzt auf dem Markt, wir kommen da hin und jetzt sind ja ganz viele Blumen da. Mhm. Wie viel sind dann so ungefähr von den Prozente, hell, dunkel? Was würdest du denn? 50-50. 50-50. Also gerade wenn man der Griff mit 50-50 wieder. Moment, was lachen Sie denn hier? Ja, das ist die 50, liebe Moonlight. Ja, hey, hallo, bitte. Auch eine Schülerin, Bochetta Mahi. Bochetta Mahi. Sie lacht. Also da muss ich sie gleich rannehmen. Ja, aber immer, ne? Immer, ne? Auf jeden Fall, liebe Neues. Ja, aber dir geht es genauso, richtig? Ja, ist so. Ja, ihr seid Menschen, ihr seid ja Träger von Wesen und der Mensch da draußen sieht die Wesen ja nicht. Also weiß der Mensch, ich sag mal, der normale Mensch gar nicht, worüber wir reden, richtig? Genau, das so ist es. Also nur du siehst die Wahrheit und sonst keiner. Also ihr Engel seid nun mal diejenigen, die das alles... Nehmen wir das Wort Engel jetzt mal raus, nur für einen kurzen Moment. Ich bin es ja, ich weiß es, ich merke ja sogar meine Flügel auf dem Rücken, ja, und das wird sogar immer mehr. Natürlich weiß ich die Wahrheit, aber du hast es ja auch gewusst, von Kindesbeinen an, als ganz kleines Säugling wusstest du ja, dass du anders bist. Ja, das stimmt. Das war immer so. Also ich war immer der Außenseiter, gehörte nie irgendwo dazu und das war wirklich von jeher so. Also das war normal, ne? Ja. Man gehört, das ist bei jedem Träger ist das so. Ein Träger fühlt sich nicht, ja sagen wir mal das Wort nicht willkommen. Ja, weil man dann nicht so ist wie ein anderer Mensch. Wie Frau Müller, wie Herr Meier, Schulze und so weiter. Ja, genau, so ist das auch. Also, man war sozusagen nie dazugehörig, ne? Also, ich war immer so ein Außenseiter sozusagen. Also, habe nicht der Norm entsprochen, sag ich jetzt mal so, ne? Also, immer gegen den Strom geschwommen und auch, ja, es waren immer so diese Gefühle auch, die ich hatte. Richtig, genau. Ne? Man passte nicht da rein. Ging es dir genauso, liebe Blulei? Ja, hallo erstmal Neues, hallo ihr Lieben da draußen. Ein bisschen anders, also nach außen hin. Weißt du was, du nimmst mal, nein, ich hole den eigentlich, nee, du kriegst nicht mein Mikro. Moment, der liebe Red Bull Eagle bleibt hier, ich komme gleich wieder, ja? Ich bin gleich wieder da. Ich laufe, ich bin weg, ich habe jetzt auch das andere Mikro. Ich überreiche dir das mal. Lieben Dank. Okay. Upsala. Ja. Also bei mir war es etwas so anders. Nach außen hatte ich wenig Kontakte, aber in der weltlichen Familie war ich eng verbunden mit den weltlichen Schwestern, weil auch die beiden Träger von Wesen gewesen, also zumindest waren. Ja, richtig. Und deshalb gab es da eine enge Verbindung. Ja, das merkt man, ne? Das spürt man. Mhm. Wenn in der Familie jemand ist, so wie die Mutter von der Vero, die Mutter war ja auch ein Träger.
Ja. Mhm. Okay, ich kam in dieser Welt mit der Mutter nicht zusammen. Ging ja nicht. Sie lebt ja auch in Rumänien, ja. Mhm. Aber trotzdem ist man in der anderen Schwingung, ist man zusammen. Ja. Auf einer anderen Ebene. Und das Wesen, das ist ja trotzdem da. Ja. Es ist ja zwar in der Aura, aber es ist ja auch das Jenseits. Die Aura ist ja das Jenseits. Mhm. Und die Verbindung war für mich immer zu spüren. Mhm. Ich sag mal so, in dieser Welt wusste ich nicht wirklich, warum es so ist. Mhm. Für mich waren das meine Schwestern. Ja, ja, klar. Aber es waren doch eher die Wesen, die da so diese enge Verbindung hatten. Von Wesen zu Wesen. Genau. Ja. Und dann weltlich jetzt gesehen, du Christiane Mensch, hattest ja dann trotzdem den Draht zu der Schwester Mensch, weil die ja der Träger ist, war. Und wenn so ein Mensch auch ein Träger ist und man versucht, es anzusprechen, man versucht es, man versucht mal so ein klein bisschen reinzustreuen, aber der andere will nicht, der ist nicht so offen wie du, da hat man schlechte Karten, also da kann man nichts tun, nee. Weil dieser Mensch, ob Mann, Frau, das ist ja jetzt egal, die wollen nicht. Die haben ja eine Führung. Du hast ja auch eine Führung. Mhm. Ihr habt ja eine ganz andere Führung als ich. Ihr habt ja diese Anbindung hier. Mhm. Für mich gesprochen ist diese Anbindung ja dunkel. Für mich. Für dich nicht. Für dich ist es stinknormal. Du lebst in den Tag hinein, man steht auf, man wäscht sich die Haare, man putzt sich die Zähne, man zieht sich an, man geht zur Arbeit. Also man hat ein ganz normales menschliches Leben, richtig? Ja. Ne? Ja, so ist das. Genau. Hab ich nicht. Mhm. Weil bei mir fängt es schon an mit dem Anziehen. Ich weiß 1-2 Tage vorher, was ich heute anziehe. Ja. Ich sehe es. Ich höre es ja von meiner Anbindung. Das ist der Vorteil, den du hast, ne? Dass du dieses schon immer im Vornherein weißt, also was richtig ist sozusagen. Ja, das liegt damit an, da komme ich wieder darauf, weil ich ein Lichtwesen bin. Genau. Ne? Genau. Aber ihr seid nicht böse gemeint, ihr seid nur Menschen. Ja. Aber jetzt nicht nur, sondern, und du bist noch ein Träger. Und jeder Träger ist was Besonderes. Wirklich was Besonderes. Und diese Menschen, die eigentlich Träger sind, wenn die es dann nicht ausleben, sie können auch seelisch krank werden. Mhm. Ne? Und das hattest du ja bestätigt. Ja, und es ist auch so, als ich dann mich entschieden hatte, das zu leben, was ich ja letztlich auch bin, dieser Träger von den Wesen, und mit dir zu gehen, da haben sich die Wege dann getrennt. Ja. Von den Schwestern und mir. Weil sie es nicht verstanden haben. Ja, und weil sie wollen nicht. Sie wollen es nicht verstehen. Sie kriegen hier oben eine Blockade rein, da geht die Tür zu, buff, ne? Und da sagt die dunkle Welt, Schluss, Feierabend, wenigstens du bleibst hier. Mhm. Dass du uns hier nicht auch noch wegläufst. Mhm. Ne? Weil die sollen ja festgehalten werden. Mhm, genau. Mhm. Hast du das gespürt? Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte ja gesagt, wir haben ein sehr enges Verhältnis gehabt und wir haben auch mit beiden Schwestern? Mit beiden, also mehr mit der, ich sag mal, auf eine besondere Art mehr mit der jüngeren Schwester. Ich sag dir bitte keinen Namen nennen. Nein, auf keinen Fall. Das ist aber an der Stelle wirklich gekippt, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt einfach einen anderen Weg gehen, wo bestimmte Sachen nicht mehr verstanden werden wäre sollten. Wäre das auch so gewesen, wenn du den buddhistischen Weg gegangen wärst, wäre das da auch so gekippt? Ja, kann ich dir nicht wirklich sagen, wie weit sie noch weiter mitgegangen wäre. Also sie sind sehr weit mit mir sozusagen gegangen, aber irgendwann war dann einfach Schluss. Ob es beim buddhistischen Weg anders gewesen wäre, kann ich dir nicht sagen. Ist ja auch ein menschlicher Weg. Ja. Der buddhistische Weg, Hinduismus, also alle Lehren von dieser Welt, das ist ja alles ein menschlicher Weg. Mhm. Das ist alles von, wie soll ich das sagen, vom großen Computer, der große schwarze Computer arbeitet ja. Das ist alles übersinnlich gesehen, wo ihr jetzt gar nicht reinkommt. Ihr könnt das nicht sehen, weil ihr ja nur diese Schwingung habt. Mhm. Nur dieses hier. Also du siehst die Bank, auf der du sitzt, die hat für mich eine andere Aura, die atmet, weil das ist ja echtes Holz. Mhm. Also die Seele des Baumes ist noch da. Ja. Also fühlst du es auch anders? Ist das für dich genauso gewesen? Ja, also ich wusste immer, das war schon, als ich Kind war, immer so, ich habe eine Aufgabe, ne? Und dann habe ich immer gewartet, wann kommt denn das Große? Ne? Und man hat ja völlig drauf gebrannt und gewartet. Und dann musste man warten, das war schwierig. Das war schwierig, all die Jahre. Ne? Mhm. Und dann fragt man sich, ich wurde schon oft gefragt, warum sind wir nicht eher zusammengekommen? Weil
das Universumsgesetz macht es so, dass man dann so zusammenkommt, wie es richtig ist. Mhm. Ja, jetzt aus dem Rückblick gesehen, war das der richtige Zeitpunkt, ne? Ich spreche mal deinen weltlichen Bruder an. Mhm. Träger, ne? Er will ja auch ein Träger sein. Ja, er ist ja verstorben letztes Jahr. Mhm. In welchem Monat? Das war, ich habe das gehört von der weltlichen Familie, hatte ich das gehört. Oder Familie. Das war, wann war das? Am 30. September. Hatte ich sehr getroffen gehabt? Na, ich wusste das nicht. Das habe ich erst im Krankenhaus erfahren. Da lag ich selber zur Operation. Da hatte ich ja diese Hüft-OP. Genau. Und ich wusste das nicht. Und dann hatte ich irgendwie einen Anruf. Und erst der damalige Arbeitskollege von meinem Bruder hat mir da mitgeteilt, weil ich ja noch da Versicherung hatte, dass er gestorben ist und die Beerdigung da war. Mhm. Ja, da habe ich das erst erfahren. Okay. Ja. Er ist ja jetzt im Jenseits. Er heißt, also über ihn können wir reden. Er ist ja verstorben. Wie heißt er? Jetzt hat er ja einen neuen Namen. Ja. Ja. Soll ich den neuen Namen oder den alten? Der alte Name? Der Name war Steffen. Steffen, aber der Steffen, der Mensch in der anderen Ebene, möchte so nicht mehr geheißen werden. Nennen. Also Steffen ist klein. Ne? Er will nicht mehr klein sein. Er ist ein großer Mann. Mhm. Aha, und das fand ich so schön. Wir haben gerade ein Zeichen bekommen von dem lieben Red Bull Eagle. Das kriegen wir Ärger. Wir kommen gleich zurück, ihr Lieben. Dann bin ich zufrieden.